Reichtum für alle. Triff dich mit einem bei Vault 79 und naja, mit allen beim Vault. Wir treffen uns hier bei, wie war das? Freddy's Gruselhütte oder sowas? Ja, Freddy's Tears Haus. Und wir treffen uns da, wo alle sind. Also alle Gegner. Und wir haben Hunger und wir haben Durst. Guck mal, das ist doch auch schön, dass wir das alles hier. So, Powerfaust. Und dann gibt es noch ein Stimpäckchen. Und dann verkloppen wir erstmal hier die ganzen komischen Viecher, die hier rumlaufen. Und gehen irgendwie vorher nochmal drauf. Wenn der Server nicht so schnell genug reagiert, müssen wir das schön. Das ist ganz, ganz wichtig bei Fallout 76, dass man bloß das Spiel nicht überfordert oder den Server. Also nicht, dass du aus Versehen drauf gehst. Und was auch ganz wichtig ist, dass du den Gegnern immer die Möglichkeit gibst, hinter dich zu kommen. Egal, ob du auf einer Anhöhe stehst oder sonst was, dann laufen die halt mal kurz durch den Berg durch. Und das sind halt alles Dinge, die sich nicht verändern werden. Und danke, Bethesda, dass du mir nochmal einen Grund gibst, dieses Spiel nach der Hauptquest zu deinstallieren. Gucken wir erstmal, was wir kriegen. Wir kriegen ein Stimpack, kriegen wir zurück. Das ist doch schon mal schön. Und wir kriegen ein Selbstziehen, automatisches Lasergewehr. Das klingt gut, das nehmen wir auch mit. Und vielleicht brauchen wir auch ein bisschen Redex. Und ach komm, was soll's. Ein Kronkorken. Also nicht, dass das irgendwie zu viel wird. So, triff dich mit den anderen. In dieser Episode folgen wir der Geschichte. Ernsthaft. Freddy Fruchtkeller ist dann Vault 79 oder was? Ach, ihr wollt mich doch. Ihr wollt mich doch einfach nur. Ich gehe hier mal kurz rein und guck mal, ob wir noch irgendwas anderes finden, bevor wir da hingehen. Denn wir haben ja auch wieder ein bisschen Hunger und ein bisschen Durst. Das ist nur eine Bierflasche, da gibt es leider nichts. Da wollen wir gar nicht rein. Aufbereitetes Wasser. Guck mal, das nehmen wir. Ach, was soll's. Also, wir essen eine Kleinigkeit und wir trinken eine Kleinigkeit, weil du sollst ja nicht hungrig und nicht durstig in den Kampf ziehen. Dazu haben wir zweimal Wasser. Dann nehmen wir noch ein bisschen Kuchen. Vielleicht ein bisschen Insta-Püree und mit Kartoffelchips ziehen wir auf jeden Fall in den Kampf. So, ein bisschen Nuka-Cola haben wir auch noch zum Glück. So sieht es nämlich aus. Und dann können wir endlich loslegen. Und die Quest. Die machen wir nicht. Das machen wir nicht. Das machen wir alles nicht. Das machen wir alles nicht. Wo ist sie denn jetzt? Tägliches. Und das Sonstiges, ne? Und das Sonstiges. Warte mal, guck mal hier. Das wollen wir alles nicht machen. Das wollen wir nicht machen. Und hier wollen wir auch so gar nichts von machen. Wo ist sie denn? Ah, sieh, guck mal. Hier, tschüss. Machen wir nicht. Denn wir gehen in den Vault 79. Ist natürlich schlau gemacht vom Level-Design, einfach so einen Eingang hier zu nehmen. Du musst die Welt nicht groß verändern und du kannst einfach einen Vault hier reinbauen. Wie gesagt, das ist schlau. Und wahrscheinlich finden wir jetzt überall hier ballistische Faser. Wetten? Egal. So. Das ist die Gang. Und wir können uns hier nochmal richtig austoben. Alles reparieren, wenn wir denn Sachen zum Reparieren hätten. Wir haben es fast geschafft. Ist einfach nicht so. Und deshalb. Guten Tag, Paige. Hey, ich warte auf Dr. Hornwright. Du hast sie nicht zufällig unterwegs gesehen, oder? Ich habe so ein grünes Schleimding gesehen. Ich glaube, das war sie nicht. Nein, ich dachte, sie wäre bei dir. Du kannst nicht mal eine einzige Person im Auge behalten. Ernsthaft. Sie wollte die Hauptader überprüfen. Irgendeine letzte Einstellung. Ich habe nur die Hälfte verstanden. Ein Drittel. Gar nichts. Aber ich hätte gedacht, dass es schneller geht. Hallo allerseits. Kleiner Vorfall. Diese gut angezogene
angezogenen Leute aus Crater sind hier und sagen Hallo. Laut demjenigen, der mir gerade eine 10 mm vors Gesicht hält, er heißt Hijack. Putzig. Sie wollen, dass der Vault-Bewohner allein kommt, sonst töten sie mich. Das wär's dann wohl. Wir bleiben hier. Warten. Verdammte Raider. Jetzt liegt wohl alles an dir. Hier, Penny hat mir diese ID-Karte gegeben. Damit kommst du rein. Wir warten hier auf dich. Viel Glück. Kümmere dich um Hijack. Ich wusste es, dass mit Dr. Hornwright was nicht stimmt. Ich bin ein ganz, ganz kleines bisschen kurzzeitig verwirrt. Ich dachte, man kann jetzt durch irgendeine Tür gehen. Das ist ja auch keine Tür. Oh, sag mir jetzt nicht, ich muss wieder zurück. Ich glaube, dann drehe ich hier. Nee, muss darauf. Wir müssen darauf gehen. Und wir müssen wieder... Ach, bitte. Auch bitte. So, jetzt bin ich aber mal gespannt. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir müssen wieder... Natürlich müssen wir nochmal. Das wäre jetzt so einfach gewesen. Komm, geht zum Volt 79, ne? Und dann geht hier alles los. Aber vorher nochmal eben hier. Guck mal. Firmenhaumsitz von Hornwright Industrial. Weißt du? Achtung! Eine wichtige Durchsage für alle Responder. Aufgrund von ausschwärmendem Ungeziefer ist eine sofortige Evakuierung der First Friends Kirche in Charleston erforderlich. Bei Grabungen in diesem Bereich sind wir auf einiges an Zeug gestoßen, das gut ausgerüstete Mitglieder mit dem entsprechenden Training bergen können. Zivilisten sollten sich fernhalten, solange die Glocke läutet. Wir halten uns fern. Wir halten uns so fern. Aber hier nicht. Kommt her, meine Freunde. Kommt alle her. Kommt alle her. Auch du. Und auch... ja, ihr sowieso. Komm her. Ist okay. Ist okay. Schlaf weiter. Ich komme zu dir. Sag nichts. Ich komme zu dir, mein Freund. So. Er schießt dann noch. Raus, rein, raus, rein. Entscheide dich, entscheide dich. Was willst du? Willst du raus? Willst du rein? Ja. Ja. So, die Plastikkabel nehmen wir mit. Die Patronen nehmen wir mit. Alles andere lassen wir. Ach, da bist du. Sag doch was. Guten Tag. Coca-Cola? Haben wir nicht. Okay. Für den kleinen Durst. Yeah. Aufbereitetes Wasser haben wir noch 8. Haben wir noch 7. Haben wir noch 6. Und wir... Oh, ein bisschen Kuchen. Ein bisschen Kuchen und ein bisschen Hundefutter. Dann sind wir wieder voll dabei. Jo. Kümmere dich um Hijack. Es ist die Frage, wo ist Hijack denn? Guten Tag. Hijack ist da unten. Also erstmal in die Chefetage fahren, ganz wichtig. Erstmal ganz rauffahren. Anschleichen. Funktioniert manchmal besser, manchmal schlechter. Ist auch egal. So... Und dann in die Chefetage fahren und hier rein und da raus. Und überhaupt. Und um da wieder runterzufahren. Und dann kümmern wir uns nämlich auch um Hijack. So sieht's aus. Untergeschoss. So. Zeigen wir mal, dass wir freundlich
abgesonnen sind, kümmere dich um Hijack. Das muss hier unten sein, aber wir sind nicht allein. So, wir haben die Powerfaust, wir haben die Kampflinte und wir haben das Gaussgewehr. Und wir sind unsichtbar. Beweisstück A, wir sind unsichtbar. Es sei denn, wir machen Lampe an, dann sind wir nicht mehr unsichtbar. Guti. Guten Tag. Einmal kurz still. Geht doch. Der fragt sich jetzt gerade, irgendwas ist hier komisch. Jetzt fragt er sich nicht mehr, aber der fragt sich. Hallo? Er frug sich. Was ist da los? Also auf unsere, sagen wir mal, alten Tage in diesem Let's Play. Wir haben eine Waffe, die ein bisschen Wumms macht. Zumindest bei Level 4 Gegnern. Und wir können sneaky hier durchmarschieren. Das ignorieren wir einfach. So, jetzt gucken wir nochmal. Was gibt es hier? Ein paar Bohrer. Wir haben hier schon ein paar Mal leer geräumt. Eisenerz brauchen wir, glaube ich, auch von allen Sachen, die wir gelootet haben, bis jetzt am wenigsten, aber ist egal. Vakuumröhre. Ein bisschen Superkleber. Haben wir das mitgenommen? Ja, haben wir. Stealth Boy, den brauchen wir ab jetzt überhaupt nicht mehr. Stealth Boy brauchen wir nicht. Was hast du? Du hast einen Baumvulkan dabei. Hm, Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ein Bleistift, auch den sehr gerne mitgenommen. Und ein Red Away. Stimpaks werden auch vollkommen überbewertet. Ich bin trotzdem mal ganz... Ich wollte doch einfach nur hier die Hauptquest machen und jetzt hängen wir schon wieder irgendwo rum und wissen auch nicht wo. So, da war die Sache mit der... Hier wollen wir gar nicht hin, wa? Kann das sein? Eigentlich wollen wir hier gar nicht sein. Aber wir nehmen das Gold mit. Das ist wichtig. Das Gold nehmen wir mit und das ist uns egal. Bleierz nehmen wir mit und kommen, wenn wir schon mal dabei sind, nur gesamten Schrott verwerten. Ich sehe das richtig. Wir wollen hier gar nicht sein. Wir wollen hier gar nicht sein. Wo wollen wir denn sein? Wo wollen wir hin? Wollen wir doch in die Chefetage? Wollten wir doch in die Chefetage? Oh, warte mal. Hallo? Guten Tag? Wollen wir hier sein? Hä? Kümmere dich um... Untergeschoss. Die Höhle. Wo geht das hin? Ins Untergeschoss. Okay, ich bin leicht verwirrt. Wollen wir doch in die Höhle? Komm, wir versuchen mal die Höhle. Wir versuchen einfach mal die Höhle. Ist die Höhle auch eine neue Option? Oh, wir wollen auf jeden Fall hier hin. Guck mal hier. So, Licht aus. Schlüssel, Ich wollte gerade sagen, wir haben auch wohl den Schlüssel. Ja, endlich. Komm, guten Tag. Wir müssen reden.
Das Gefühl habe ich jetzt aber auch. Ich würde gern reden, aber das Spiel lässt mich nicht. So jetzt. Läuft das 76. Wenn wir den Schatz nicht kriegen, kriegt ihn niemand. Klar? So, jetzt haben wir ein paar Optionen. Charisma, du verstehst das vollkommen falsch. Wenn wir im Wolf sind, profitieren alle davon. Ich habe schon viele stärker als dich erledigt. Willst du heute über dich sterben? Ich bin zum Wandeln hier wieder und eine Forderung. Du raffst es nicht, 76. Du bist nicht in der Position zu verhandeln. Wenn du uns nicht beteiligst, machen wir deinem Leben ein Ende. Ja, aber wir wollen doch Freunde sein. Es wird bestimmt lustig. Lustig, dich zu Tode zu prügeln. Ich habe einen Vorschlag. Einen, von dem alle profitieren. Teilen wir das Gold auf. Gold wird vielleicht irgendwann wieder etwas wert, aber Kronkorken kann man im Hier und Jetzt gebrauchen. Ja, wir sind ja nett. Teilen? Du meinst, du gibst uns was von dem Gold ab? Ja, Logo. Sieh es als Friedensangebot. Machst du mit oder nicht? Ich werde mich nicht nochmal Fragen angreifen. Also, willst du damit sagen, dass du uns Raidern etwas von dem Gold abgibst, weil du weißt, dass wir es uns sonst sowieso nehmen? Oh ja, das ist so umgekehrte Psychologie und sowas, ne? Genau, und überleg nochmal, wie sehr dieses Gold deinen Ruf verbessern wird. Ja, natürlich, machen wir es so. Genau. Da hast du durchaus recht, 76. Das Gold würde mir wohl einiges Ansehen bringen. Zur Hölle. Ich könnte sogar zu einem von Max' Top-Leuten aufsteigen. Das könntest du. Abgemacht. Ich lass deinen kleinen Freund gehen. Aber du hältst dich besser an unsere Abmachung. Falls nicht, nehme ich's vielleicht persönlich. Okay. So sieht's Macht aus. Macht eure Arsche startklar. Wir ziehen los. Scheiße, Mann. Wir haben wohl zu schnell aufgegeben. Los, verzieh dich. Hi, Jackstrupp. Hallo, verzieh du dich, mein Freund. Verzieh du dich. Wie sieht's überhaupt aus hier mit deinen Augenringen? Schlaf mal eine Runde. Hier, Eichhörnchen esse ich auf dich. So. Plastik haben wir nicht mit. Das nehmen wir nicht mit. Das war ja cool. Ah, ist ja super. Nö, 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 nö. Was haben wir hier? Also, nee. Die Höhle. Jetzt mal ohne Flachs. Waren wir schon in der Höhle? Hier waren wir doch noch nicht, oder? Das ist doch neu. Das kommt mir irgendwie so nicht bekannt vor. Lose Schrauben kann man immer gebrauchen. Coca-Cola, nur eine Flasche. Schade. So, was haben wir denn hier überhaupt so? Enter here. Wenn du so eine dunkle Höhle siehst und du siehst da ein... Geh doch mal hier rein, mit Pfeil. Wird das so eine Falle? Nee, ne? Ich auch nicht. Ich würde einfach reingehen. So. Dir ist das auch immer vollkommen egal, von welcher Seite man... den Tischventilator und ich habe irgendwas von Superkleber gelesen, das nehmen wir auch noch mit. Und jetzt reden wir mal mit Penelope. Okay, also, ich bin nicht tot. Das freut mich. Vielen Dank. Aber die Hauptader, sie haben mit Knüppeln und Möbeln auf sie eingeprügelt. Mit Möbeln! Ihre Navigations- und Entscheidungsmodule sind hin. Ja, das war ja klar. Du hast das nicht unbedingt gut gebaut, das Ding, ne? Wir könnten das Ladungssystem rekonstruieren, um die Hauptader mit einem umgebauten Intelligenzmodul auszustatten. Klingt super, verstehe ich selber nicht. Du kannst die Hauptader reparieren, oder? Hey, nimm dir kurz Zeit. Du wurdest fast getötet, alles in Ordnung. Woher wussten die Raider, wie sie herkommen? Komm. Interessanter Vorschlag, aber das wird nicht klappen. Das Modul ist ein extrem hoch entwickeltes Stück Technologie. Wir würden den Verlust von Schlüsselfunktionen riskieren. Ich fand, das klang super. Ein derart ausgeklügeltes Modul dürfte nicht leicht nachzubauen sein. Da müssen wir fast bei Null anfangen. Das stimmt. Die gute Nachricht ist, wir haben alles hier, was wir dafür brauchen. Wir haben die Höhle. Die Höhle? Was ist denn die Höhle? Ist das der offizielle Name? Die Höhle? Warum nicht? Sir Höhle oder Ihre Höhligkeit? Das nehmen wir jetzt einfach mal. Wahrscheinlich, weil diese Namen lächerlich klingen. Aber das ist nur eine Vermutung. Mir würde Sir Höhle oder Ihre Höhligkeit würde mir sehr gut gefallen. Okay, gewöhnliche Frage. Ist eine Weile her, dass ich das erklären musste.
Stell dir vor, du programmierst ein mathematisches Modul für intelligentes Verhalten und sagst dir, hey, was soll der Aufwand, wenn das menschliche Gehirn alles automatisch macht? Du baust eine Höhle, lässt jemanden durchlaufen, ein paar falsche Wände zerstören, um Bohrungen zu simulieren, und am Ende wird ein Scan durchgeführt. Lässt jemand durchlaufen, ein paar falsche Wände zerstören. Das klingt so ein kleines bisschen wie die Grabung, die wir bei Fallout 4 hatten, oder? Bobby? Ist auch schon ein bisschen her. So, das menschliche Gehirn rechnet aber nicht unbedingt mathematisch. Kognition ist eher ein organischer Prozess. Okay, wir lassen den Test laufen, kriegen unser Modul, bla bla bla. Kann ich denn irgendeinen riesigen Bohrer als Hut tragen? So langsam bin ich an dem Punkt. Wenn du unbedingt wie ein Vollidiot aussehen willst, warum nicht? Aber wenn du bereit bist, die Hauptader zum Laufen zu bringen, sollten wir uns darauf konzentrieren. Ich mach die Türen auf. Lass mich raten, und wir kümmern uns um alles, was dann nachpassiert. Ich wollte einfach nicht den normalen Weg gehen. So, das ist also die Höhle. Falsche Wand aktivieren. Okay, gucken wir mal. Ah, die Wand ist auf jeden Fall nicht echt. Sie ist dir im Weg. So fest wie möglich dagegen schlagen, gegen die Wand drücken, mit der Wand reden. Du führst ein recht offenes, aber einseitiges Gespräch mit der Wand. Zu deinem Erstaunen hörst du ein Klicken und die Wand fährt hoch. Okay, unerwartet. Wir können also mit Wänden reden. Ach, weißt du was, komm. Da verschwende dir keine Munition, mein Freund. Da ist wieder eine falsche Wand. Okay, das ist ein Labyrinth. Jetzt gucken wir einmal kurz in die andere Richtung. Sagt uns das Spiel, in welche Richtung wir gehen müssen? Oder haben wir diverse Möglichkeiten? Weil da ist nichts. Und da ist ein leuchtender Grubenhauer. Nehmen wir das. So, pass auf, wir reden nochmal mit der Wand. Du fragst sie nach ihren Eltern. Du nimmst an, dass es sich um eine ziemlich traditionelle Granitsteine gehandelt hat. Offenbar haben sie den Wunsch der Wand nie verstanden, ihre Bestimmung in der Welt zu finden. Ich habe keine Ahnung, warum das funktioniert. Ich weiß nicht, warum das funktioniert, aber ich finde es nicht so witzig. Das ist der ganze Schrott, den wir verwerten können. Ernsthaft, es gibt hier militärisches Klebeband. Ist das hier eine Ader, irgendwas? Irgendwas, was wir nehmen können? Nö. Von da kommen wir. Ne, warte mal, von da kamen wir. Und jetzt ist das hier. Ne, ganz falsch. Ich wollte gerade sagen, jetzt ist das plötzlich eine Option. Was soll das denn? Das macht so gar keinen Sinn, aber okay. So, von der anderen Seite können wir jetzt da durch die Tür gehen, oder was? Da. Wir kriegen leuchtendes Fleisch. Ne, was machen wir mit der? Eine falsche Wand. Ich bleib dabei, die Taktik ist super, funktioniert ja. Kannst du dich an der Wand verlieben, fragst du dich? Wohl eher nicht, aber die Wand scheint recht zufrieden mit ihrem Schicksal zu sein. Und das ist noch wichtiger als alles andere. Hallo. Oh, das war mir so ein Kopfschlagen, oder? Wir kriegen drei Raketen, leuchtendes Fleisch und einen Raketenwerfer. Ich weiß noch nicht, ob mir das gefällt. Aber wir möchten niemandem wehtun. So, was gibt's denn hier? Hier gibt's nichts. Ein bisschen Kuchen. Oh, ein Tischventilator.
den Tisch. Den nehmen wir mit. Was zum Kuckuck ist das hier alles? Betritt den Neuralschwingungsscanner. Aber sehr gerne machen wir das. Naja, fast. Ein Teil von uns ist dran, das zählt. Jetzt haben wir ein Intelligenzmodul. Oho, oho, oho. Hast du gesehen, wie wir den getroffen haben? Hast du es gesehen? Ein perfekter Headshot hat nicht geholfen, aber man kann zumindest nicht behaupten, dass wir nicht mehr treffen. So, einen guten Handschuh nehmen wir auf jeden Fall und Atemgerät nehmen wir auch mit und wir haben noch 30, die wir mitnehmen können. So an Tragekapazität. Titanschrott gab es da, glaube ich, für, ne? Wie ich richtig Erinnerung habe. Hallo? Ja. Gehen wieder in Nahkampfmodus. Und was meinst du, was erwartet uns hinter dieser Tür? Ein Aggressortron? Hm? Das muss doch irgendwo sowas sein. Oder eine leuchtende, verseuchte Red Ratte, die einfach irgendwie vom Himmel fällt und wir sind wieder da, wo wir am Anfang waren. Was? Bis jetzt einmal im Kreis. So, die Kabel liegen frei und die Elektronik im Inneren ist zerstört. Das Intelligenzmodul installiert. Treffen wir uns mit den anderen bei Vault 79? Ach ja, des Fanatikers Speerrüstung, Brustteil, Waldgrün. Haben wir und Reichtum für alle ist abgeschlossen und wir haben unseren Score-Rang auch noch erhöht. Wunderbar. Stemberg super, ein bisschen Patrone, ein bisschen Versionszelle, ein bisschen überhaupt und das hat nicht für doch Level 71 gereicht und wir sind bei alles, was glänzt und wir können endlich in den Vault 79 gehen. Wenn uns nicht vorher einfällt, dass da irgendwas anderes fehlt. Was meinst du? So, ach, sprich mit Paige, das machen wir auch nochmal. Und wir gehen zurück in die Chefetage. Wir haben mit Penelope genug Worte gewechselt, wir wollen jetzt langsam mal Taten sehen. Sprich mit Paige, das müsste dann jetzt wieder bei Vault 79 sein, also da oben im Norden. Finde ich nach wie vor schön. Das hier. Yeah. So, eine Ruftaste und überhaupt und das Foyer, da wollen wir auch hin. Und dann gehen wir durch diese Zaubertür und sehen uns am Vault 79 wieder und mal gucken, ob es dann klappt. Bin gespannt. Du auch? Lass es uns rausfinden.